How are you? I am fine. How are you? Nein, mach mal bitte, du. Ehrlich. Versuch mal. Digga, du musst einfach reingehen. So. Really doesn't matter, guys. Ich bin... I'm so hyped. Okay, okay. That's the grab. Wie ging denn diese Begegnung in der Vergangenheit aus? Ich glaube, auf Osmash hatten die doch ein unnormal krankes Set, oder? Ich weiß es nicht mehr. Was ist eigentlich mit Reaper los im Moment? Reaper ist nüchtern. Reaper, das ist ein... Wenn er nüchtern ist, ist es vorbei. Das ist krass. Wenn ich mal noch den Kopf gegeben. Sober Reaper. Ohne Scheiß. Ja, Reaper lässt sich heute anscheinend nichts erzählen. Aber er forfaitet eierlos schon im Voraus gegen Eis. Was soll das? Ist vielleicht besser. Ja, okay. Scheiße, kann man drüber diskutieren? Keine Ahnung, ich setze das Training an, wenn ich gegen Eis muss. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist halt stolz. Es ist halt stolz. Das ist aber auch okay. Oh mein Gott. Oh. Er kriegt super schwer für Marvin. Er sollte vielleicht lieber mit der F-Tilt. Ja, du hast gar keinen Druck gemacht mit Fers. Nee, kam auch nicht. Ja. Das werden wir wirklich zu machen. Wow, wunderschön. Das ist schön. Er spielt so schön. Ja. Ja, das ist echt nicht menschlich. Däumling sollte sich diesen Stock jetzt holen. Hast du gesehen, wie spät er die Klaunik ist? Wenn er da noch was reißen will in diesem Match. Reaper Mann, das ist weil ich glaube, Reaper wird sonst einfach. Reaper könnte einer der besten Mobs überhaupt sein. Ja. Nee, also ja, komplett nicht. Rede von World. Ja. So, Sopo. The Moon geht, ist noch nicht schlecht. Ist noch ganz. In Europa gibt es echt wenige. In Frankreich gibt es gute. Salepart ist ziemlich gut. Salepart. Salepart. Oh. Ach, das ist natürlich. Ja, das ja, ist ja, eklig. Ja. Hätte er die Führung. Hätte nicht reingehen dürfen. Ja. Und tschüss. Sehr konstant die Wobbles von Däumling geworden. Ja, er hat das auch trainiert. Also, da war auf dem letzten Turnier noch viel, viel mehr Mess-Ups. Ich glaube, letztes Mal auf Osmash hat er mir erzählt, dass er sich hintergehängt hat, was die Wobbles angeht, um das einfach zu trainieren. Oh, aber Reaper mit dem Pressure. Und der... Oh, wie viel Prozent kann Däumling hier noch schaffen? Schöne F-Tilt. Immerhin 17. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Okay. Er spammt viel. Oh, wunderschöne Nair. Ja. Das war das. Okay, er schafft's nochmal. Wunderschöne Recovery. Das ist, er kommt mit dem Sweet Spot immer dran. Oh, Sopo. Oh, meine Fresse, das war der Business. Oh, er hätte sich später wegrollen müssen. Ja. Was hättest du mit Schink in der Situation gemacht? Welche? Drax an der Edge. Reaper kommt halt genauso hoch wie jetzt gerade. Sodass er eigentlich auch nur auf den Edge shot möchte. Ich würde ganz schnell stallen, damit ich invisible bin. Damit er, auch wenn er abbeamt, mich nicht trifft. Stimmt, das habe ich noch nie gemacht. Reaper ganz schön nervös, wie es scheint. Zum zweiten auch Mal zurecht. Den. Okay, da ist wieder der Mal das Edge Guarding verkackt. Schade, er trifft die Backend nicht. Downtilt. Na, das war's. So, und dann haben wir noch einen Stock in diesem Semifinal im ersten Match.
Okay, gucken, ein Stock Vorsprung, allerdings ziemlich hohe Prozente. Ja, wenn er sich schlau anstellt, dann sollte er hier gleich den... Sollte es gleich 1-1 in den Stock schicken. Aber guckt euch das an, was Reaper da macht. Der Typ ist krank. Okay. Immerhin noch 40%. 40%. Jetzt darf er kein Grab riskieren. Ja, der Grab wäre jetzt tödlich. Der Grab wäre jetzt auf jeden Fall tödlich. Ich meine, er hat noch ein paar Prozent, um rauszukommen am Anfang. Okay, okay. Schön, das ist ein ganzer Stock, der fällig wird mit Zopo für Däumling in dieser Situation. 0-0. Ja. Ich habe eins. Wer hat 1-0 gesagt? Ich glaube, ich habe auch vorhin 1-0 gesagt. Oh mein Gott, wie gut Däumling mit einem Eisclimber ist. Das ist sick. Manchmal habe ich das Gefühl, Däumling ist mit einem Eisclimber besser. Als, ja, besser, weil er ihn Nana irritiert vielleicht so. Ich weiß nicht. Das sind die Bitches, die uns ablenken. Die Bitches, die uns ablenken, meinst du? Oh mein Gott. Er sollte. Ja, das war echt sehr, sehr knapp. Das ist okay, wahrscheinlich jetzt vorbei. Ja, da. Das ist ein so simpler Edgeguard, wenn Reaper den anbrennen lässt. Oh mein Gott. Trocken. Ganz trocken. Wer ist eigentlich noch im Semifinal Losers? Oder ist das schon gespielt worden? Das ist... Nee, sonst müsste... Sonst ist, glaube ich, gar keiner mehr drin, ne? Oder? Im Losers noch, oder? Aber da steht jetzt... Sind doch die letzten beiden, oder? Er verkackt es. Lagen wir falsch, ne? Ne, Eis? Ich dachte, mein Marv ist gleich gut mit Reapers. Scheinbar doch nicht. Wunderschöner Edgeguard. Aber Reaper wieder auf der Stage. Ja. Er geht nicht rein so hart. Nee. Und das ist schlau. Eis. Super gespaced. Ich spiele nicht mehr, also ich denke nicht mehr. Weißt du nicht? Ja, ich könnte, aber ich spiele nicht mehr. Ich ziehe meinen Markt nicht mehr. Aber das Matchup spielt Reaper ziemlich gut nur, im Moment. Weil das wäre ziemlich gut für mich, wenn ich das Matchup... Ja, er weiß um seine Zones, ja, auf jeden Fall. Er weiß, wo er hin will und wo nicht. Spielst du wirklich gar nicht mehr? Ja. Aber sein Dancing ist sehr gut. Dancing spielt sehr viel Charakter. Ja, aber Dancing so, das war eigentlich die super Grab-Gelegenheit für Däumling. Ich spiel mal ernst mit Marv, wenn wir spielen. Ich spiel mal ernst mit Marv. Jo, dann spiel ich auch mal ernst mit Spiel. Gerade auch machen, wenn ich jetzt mache ich ernst, das ist der beste Schwung. Er steht auf dem Berg, ist der König. Ja, ja, der Lion King. King Marv of the Mountain. King of the Hill. er will nicht von diesem Eisklotz getroffen werden. Der Vorfeld ist direkt gegen die Eisklotz. Guter Read. Ja. Sehr, sehr. Er lässt sich aber auch nicht grabben. Also Reaper sehr. Da. Genau auf dem Kommando. Blizzard, mit dem Blizzard. Auf Kommando. Zu heftig, zu heftig. Ja. Und damit hat es wieder Even in der Mitte des Matches. Das ist natürlich. Ich hab's auch nicht gecheckt, was war das? Das spannt sogar die Muskeln an, wenn er gegrabt wird. Das ist ja super lustig. Der ist echt mit jedem Teil seines Körpers dabei. Wow. Er verschafft sich Raum. Zu heftig, die F-Smash von Marv gegen Ice Climbers. Ja, das ist böse. Däumling will mit einem Eisclimber. Das ist wirklich Qualität. So brutal. Oh! Das war sehr, sehr riskant. Nicht da rein. Ja.
Best of 5, ja. Ja. Oh Mann. Super, super, super heftig auch wieder hier an der Stelle. Es ist. Oh, schöne Nähe. Ja. Ich starre mit offenem Mund gebannt. Ja. Das tut mir leid. Eden ist erneut richtig, richtig spannend. Ja. Es sind eh alle. Ich finde, dass auf diesem Turnier alles super. So viel spannende Matches und alles so stacked. Ich meine, das sind die Top 6 sind so nah auch beieinander, sind die Leute, die hier sind. Oh mein Gott, Reaper, du. Das Ende war geistesgestört. Ey, auf zu viel ist gut. Nicht in Worte zu fassen. Echt? Ist ja wohl ein Witz. Das war krank. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, 2-0 und Däumling überlegt sich jetzt ganz genau. Über die ganze Stage. Ganz in Ruhe. Scheiße. Wie ärgerlich. Alter, das Ende jetzt gerade sehen müssen. Das Ende von Rekord gerade. Oh mein Gott. Ich hab nur Oh mein Gott gehört. Was war? Der Junge hat's nicht. Der Junge. Reaper, Reaper, Reaper. Warum bist du so krank? Eis, guck dir mal den Rand an. Junge, ist das für eine Jungfrauenpusse? Egal. Soll ich es mal mit auf Toilette nehmen? Was bist du denn für einer? Du bist ja ein ganz schöner Schlingel. Sag da so in den Stream hinein. Also Reaper ist so on fire. Es ist ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll mittlerweile. Es ist echt krass. Es ist also krass. Es ist zu gefährlich. Es ist nicht. Ich glaube, ich werde gerade schwanger. Und ich weiß nicht. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott. Es ist zu schlau. Unglaublich. Also und Reaper ist extrem fokussiert. Das Schlimme ist, dass es hier so einseitig aussieht, obwohl ich gar nicht großartig behaupten würde, dass Reaper so viel besser ist. Das ist eigentlich, sind ausgeglichene Spieler. Aber das ist eindeutig hier. Das ist so eindeutig hier. Das kann nicht wahr sein, wie Reaper dieses Matchup. Ei. Mewtwo King sollte sich Notes machen, ganz ehrlich. Die Polizei hat hier schon geklingelt und hat gesagt, angeblich Wahnsinn. Würde Reaper stattfinden. Zerstört. Und das über das Internet verbreitet werden. Aber es war nur Reaper. Er macht keine Spacing-Fehler, er macht keine Fehler. Jede Fair ist getippert, habe ich das Gefühl auch. Das ist nicht jede Fair ist getippert. Alles ist getippert. Immer nur Tipper. Aber Wahnsinn. Da geht der Stock. Ja. Das war, glaube ich, ein ziemlich knappes Set, wenn ich mir nicht mehr war. Aber redet mal über die History der beiden. Ja. Das hat man aber, glaube ich, nicht gehört. Für die es interessiert, es gibt auf jeden Fall eine History zwischen diesen beiden Spielern, über die ich mich nicht so gut auskenne. Also, deswegen Dr. Dead etwas mehr dazu sagen. Ja, ich hab's auch nicht mehr wirklich jetzt, im Kopf, aber ich meine, sie haben auf Ausmatch. Jetzt müssen auf jeden Fall zwei Bobbles drin sein. Set. Zwei. Was Däumling allerdings für sich entscheiden konnte. Ja, genau, das war auf jeden Fall halt. Das war sie auch. Aber er lässt ihn aber auch nicht. Das ist zu krank. So. Quick bringt schon wieder ein neues Handy rein. Da wäre der Bobble gewesen, das wäre er gewesen. Ja, korrekt. Nein, das ist nicht in Worte zu fassen, was hier abgeht. Das ist pure Dominanz, das ist ein 3-0, das ist Aufriss, das ist... Das ist ganz ehrlich... Zerstörung! Das ist...